Hallo ihr Lieben, hier ist er wieder, der Rizzo, und zwar heute die Folge 11 in der zweiten Staffel, und es ist bald Weihnachten, das Fest der Liebe, und ich möchte euch heute zeigen, wie wir ein traditionelles ungarisches Weihnachtsessen zusammen kochen werden. Genau, und zwar, es gibt ein traditionelles gefülltes Kraut, der Klassiker schlechthin, der zu Heiligabend in Ungarn gereicht wird. Ihr Lieben, bleibt dran, bis gleich, ciao. So, ihr Lieben, der Rizzo, was, ja, wo denn du? Da, wir nehmen die. Hey, der Rizzo ist wieder da. Und was, ist jetzt schon Weihnachten oder wie? Naja, die Kamera läuft immer noch nicht. Also der Robert, der hat es wieder richtig drauf heute. Bin ich hier schon mal voll in Action, ey, und hier geht gar nichts los. Also, was denn, bin ich da oder bin ich nicht da? Gut, ihr Lieben, also, traditionelles ungarisches Heiligabendgericht beginnt normalerweise eigentlich mit einer Fischsuppe. Aber die hebe ich mir ganz einfach auf für die dritte Staffel. Genau. Und zwar gefülltes Kraut. Ein sehr, sehr einfaches Gericht, aber verdammt lecker. Und gibt es, ich weiß nicht, ob bei jeder ungarischen Familie, aber der überwiegende Teil der Ungarn isst auf jeden Fall zu Heiligabend dieses gefüllte Kraut. Und das möchte ich euch jetzt zeigen, wie das geht. Ich habe vorab ein bisschen Reis schon mal vorgekocht. Das ist ein ganz normaler Langkornreis, ganz einfach nur ein bisschen angekocht. Dann brauchen wir dazu ein Weißkraut. Wir brauchen ein bisschen gewiegtes, also gehacktes, sagen wir mal ein Schweinemett, ganz einfach in der Hinsicht. Dann habe ich hier, den ungarischen Kolbas, den selbst geräucherten und selbst gemachten, und ein Stück geräucherte Schweinsrippchen. Ne? Die geben dem Ganzen nochmal so einen richtig geilen Rauchtouch mit. Als erstes werden wir uns hier mal eine Zwiebel schälen auf jeden Fall, oder zwei Zwiebeln und Knoblauch. Und die Zwiebel schneiden wir in kleine Würfel und die werde ich ein bisschen andünsten. Das hat mein Opa damals auch immer schon gemacht, damit der Zwiebelgeschmack in der Füllung im Prinzip nicht so derb ist. Also auch bei Faschierten, im Prinzip bei Beefsteaks, Hacksteaks, wie auch immer, tue ich die Zwiebelwürfel halt immer anschwitzen, ne, damit dieses extreme Zwiebelige nicht rauskommt. Also hier zwei Zwiebeln, kurz geschält. Flugs gewürfelt. Dann nehmen wir uns noch den Knoblauch gleich daher. Habe ich hier auch wieder einen frischen Knoblauch. Naja, die sind recht klein, dann nehmen wir mal zwei Stück daher. So. Passt. Oh, die Bommel, sitzt sie noch? Gut, also, jetzt erstmal hier flugs die Zwiebel würfeln. Gut, die schwitzen wir uns ein bisschen Öl an. Das heißt, nehmen wir uns hier ein Pflanzenöl daher. Ich habe hier ein Rapsöl. Bei den Ungarn wird es eher vielleicht so ein schönes Schweineschmalz sein vom Mangalitzer Schwein. Mega. Habe ich aber jetzt hier leider nicht zur Verfügung.
So, den Knoblauch, den werden wir uns hier ein bisschen einsalzen. Das habt ihr ja schon mal gesehen in einer meiner vorherigen Folgen. Nehmen wir uns hier ein bisschen Bergkernsalz daher. Tun den ein bisschen einsalzen und machen uns eine kleine Knoblauchpaste von. Na, Salz zieht im Prinzip jetzt hier der Knoblauchzehe das Wasser. Und wir können uns hier eine wunderbare, schöne, geschmeidige Paste machen. So, die geben wir jetzt hier auch zu unseren Zwiebeln dazu. Genau, als nächstes widmen wir uns hier dem Weißkraut, genau, Weißkohl. Und zwar machen wir die äußeren Blätter ab. So, und für die Krautwickel brauchen wir ja im Prinzip die Blätter etwas geschmeidiger zum Formen oder zum Befüllen. Ich muss erstmal hier das außenrum erstmal ein bisschen abmachen hier. So, macht euch die vorsichtig ab. So gut wie es geht. So, die Zwiebeln wirklich nur glasig anschwitzen hier, ne? Zum Schluss gebt ihr noch ein bisschen Paprika dazu. Jetzt kommt eigentlich ein Robert-Satz. Den kann er schon innen auswendig. Und das Paprikapulver immer schön mit anschwitzen, damit sich die ätherischen Öle schön entfalten können. Genau, tut aber wie gesagt vorsichtig sein, es darf nicht anbrennen. Deswegen nehmt es wirklich von der Herdfläche runter. So, und jetzt hat man schon diesen wunderbaren Paprikaduft in der Nase. Ihr leider nicht. Aber wenn ihr das zu Hause nachmacht, dürft ihr aber natürlich vorher nicht vergessen, noch einen gescheiten Paprika in eurem Gewürzschrank zu haben. So, wir machen uns hier einfach mal so 8 Blätter, 8 schöne äußere Weißkohlblätter. So, die werden wir uns ein bisschen blanchieren. Das heißt, mal ganz kurz im kochenden, gesalzenen Wasser mal aufkochen lassen, damit sie natürlich für uns geschmeidiger sind zum Befüllen halt, ne? Robert, jetzt blanchieren wir die schönen Weißkohlblätter, ne? So, rein damit hier. Warum hast du das? Damit die halt wunderbar geschmeidig dann auch zu verarbeiten sind, wenn wir die befüllt haben. Ansonsten seht ihr ja ganz einfach, die sind gebrochen. Deswegen machen wir das ganz einfach hier in diesem Step mit dem Blanchieren halt, ne? So, in der Zwischenzeit schneidet er ganz einfach hier unseren Weißkohl ganz grob in Streifen runter. Ne? Das heißt, erstmal halbieren. Nochmal vierteln. Strunk raus.
So, ihr seht ihr schon beim Weißkohl, bei dem Weißkohlblättern, dass die schon geschmeidiger werden halt, ne? Das heißt, besser formbar sind. Die brechen halt nicht mehr, sondern lassen sich dann auch wunderbar halt auch umschlagen, ne? Wichtig ist dann auch, erstmal im kalten Wasser die im Prinzip abzuschrecken, bevor ihr dann die Füllung da reinmacht. In der Zwischenzeit hier zu unserer Hackmasse gebt ihr einfach jetzt die angeschwitzten Zwiebeln und den Knoblauch dazu. So, dann kommt noch gekochter Reis mit rein, ne, den ich vorgegart habe. Der macht im Prinzip die Füllung richtig schön fluffig halt, ne? So, was darf natürlich nicht fehlen? Ein bisschen Salz dazu. Pfeffer auf jeden Fall. So, dann vermengt er die ganze Geschichte. Das machen wir gleich ordentlich mal mit den Händen. So, die Kohlblätter können wir hier rausnehmen. Ab ins kalte Wasser. So, und das Wasser schütten wir auch nicht weg. Das verwenden wir dann noch zum Angießen unseres gefüllten Krautes, wenn wir das hier gleich im Bräter ansetzen. Also stellen wir einfach erstmal nur beiseite. Jetzt gehen wir hier mit dem Bräter auf die Fläche. So. Und zwar beginnen wir als erstes wieder ein bisschen Öl hier unten in den Bräterboden. Von mir aus noch mal eine kleine Knoblauchzehe hier dazu, die nochmal anstoßen, damit reingeben. Rein damit. Dann kommt schon Kraut auf den Boden. Hier haben wir noch ein Stück erwischt, was wir noch mal durchschneiden. Hey Thomas, die Kamera läuft. Also Kraut schön auf den Boden. Jetzt nehmen wir uns ein bisschen was vom Kolbas daher. Ja, der ist, wie gesagt, dreimal schön im Rauch gewesen. Und hat natürlich auch eine Woche schön bei kühler Luft trocken gereift halt, ne? Jetzt nehmen wir uns hier das Rippel, geräucherte Rippel daher, schneiden das mal einfach entspannt hier durch. Und legen das auch mit hier rein. So, das restliche Kraut kommt dann oben drüber. Und jetzt können wir im Prinzip unsere Krautblätter füllen.
So, macht's die mal ein bisschen trockener hier. Auch ein wunderbares Gericht im Prinzip, was man sich schon ein, zwei Tage vorher vorbereiten kann. Und dann wird es zum Heiligen Abend bloß wirklich erwärmt. So, hier alles schön vermengen. Also wie gesagt, Hackfleisch, die angeschwitzten Zwiebeln halt drin, der Knoblauch, papriziert die ganze Sache, Salz, Pfeffer dazu und der angekochte Reis. Und das kommt jetzt hier als Füllung im Prinzip in die blanchierten Krautblätter. Was natürlich auch wichtig ist vorher, logisch. Und die sollte schön würzig sein, ne? Nehmen wir eingeschlafene Füße, sondern richtig schön, jetzt muss richtig Bums haben. Ne? So, ab hier rein damit. So, die werden auch nicht gebunden, die werden wirklich nur eingeschlagen. Nee, das wird ja im Prinzip nie gerührt, die ganze Geschichte, sondern es wird ganz einfach nur mit diesem Sud aufgekocht, ne? Den wir uns ja noch aufgehoben haben vom Blanchieren. Und mit Deckel zu einfach mal eine Dreiviertelstunde bis Stunde halt gegart. Also nichts zum Umrühren. So, und von der restlichen Hackmasse könnt ihr euch ganz einfach hier ein paar kleine Klößchen abdrehen und die einfach mit dazulegen, ne? So, nehmen wir uns jetzt hier daher. So, ihr Lieben, jetzt machen wir hier noch ein bisschen Kümmel dazu. Kümmel ist natürlich immer gut für die Verdauung, regt die Verdauung an. Gerade bei Kohlgerichten sollte immer eine Spur Kümmel mit dabei sein. Oder dann hinterher halt mit einem schönen Kümmelschnaps. Ja, das geht auch. Jetzt haben wir hier das restliche Kraut noch, was noch geschnitten war. Das kommt hier oben drüber. Ja, das fällt ja dann auch noch schön zusammen. So, jetzt wird die ganze Charge hier mit
Wasser angegossen. Natürlich nicht bis oben hin. Nehmen auch nicht alles. So, mal so, dass der Boden unten definitiv bedeckt ist. Und meinetwegen vielleicht noch so um ja, maximal 5 cm unten der Boden gefüllt ist. Ne? So, Deckel drauf. Ruhe sanft. Dreiviertel Stunde köcheln lassen und dann geht's weiter. Komm schon mal in der Käse-Nahlung. Merk für das Ergebnis, ich sehe, du musst da hust. Ich bin in der Nahlung, ich bin in Robert? Die verstehe ich nicht. Wie die? Katastrophenalarm, na klar. Falsche Aufnahme. Hier, also nochmal für euch in deutscher Sprache, klar. Also, es ist jetzt gegart, es ist fast fertig. Wir müssen jetzt im Prinzip nur noch die ganze Geschichte abbinden, ne? Ich war jetzt so in meinem ungarischen Flow drinne, dass ich ganz einfach vergessen habe, die Sprache zu wechseln. Also, wir machen uns jetzt hier eine kleine, wie sagt man jetzt dazu? Das ist ja, ja eine ungarische Mehlschwitze, wenn man es so möchte. Wir geben uns hier in die Pfanne etwas Pflanzenöl, in dem Fall hier ein Rapsöl, erwärmen das etwas, dann kommt Mehl dazu. Was wir so ein bisschen anschwitzen, anrösten. Dann wird papriziert, das heißt Paprikapulver zugegeben. Und ganz zum Schluss gibt es hier noch saure Sahne dazu. Und die Schwitze, die Mehlschwitze, die ungarische Mehlschwitze, die werden wir ganz einfach dann hier mit unserem Kraut vereinen. Aber vorher müssen wir natürlich hier erstmal das Kraut rausnehmen. Dann lässt sich das natürlich dann auch alles ein bisschen besser verrühren. So, alles rausgenommen, ne? Alles gar. Natürlich hier nochmal Flux probieren, aber ich sag mal so, die geräucherten Rippen, die haben natürlich hier einen wunderbaren Geschmack hinterlassen. Wie zu Hause. Mega. Es gibt natürlich auch noch Varianten, die das mit ein bisschen Sauerkraut halt machen, ne? Um dort noch ein bisschen die säuerliche Note halt mit reinzubekommen. Also dort gibt es natürlich von Region zu Region auch unterschiedliche Varianten, natürlich auch von Familie zu Familie. Der eine macht das halt noch mit ein Stück Kalbfleisch halt mit drin, Kalbsrippe, ungeräuchert, geräuchert, Kolbas mit rein, kein Kolbas drin. Also dort ist natürlich der Fantasie auch keine Grenze gesetzt. So, wenn das dann hier mal losgeht, wie gesagt, geben wir hier mal schön erstmal das Mehl mit ein. So, mal auf die Menge, da können wir schon mal ruhig hier so mal 3 gehäufte Esslöffel Mehl dazugeben. Ja, das kann ruhig auch ein bisschen Farbe nehmen hier.
Ja, Robert, du machst halt ein bisschen Musik rein und dann können wir hier noch ein kleines Dancing machen, ein Weihnachtsdancing. So, alles braucht natürlich seine Zeit, nicht? Zwischenzeit, Teller sind vorgeheizt, ein frisches Baguette habe ich noch mitgebracht, das können wir noch aufschneiden. Robert, wenn du mal so lieb bist und gibst mir das mal mit rüber, bitte. Robert, du bist ein Schatz, danke dir. Alter, das Messer ist eine Katastrophe. Das geht nie. Das Messer geht nicht, da müssen wir ein anderes Messer nehmen. So. Aber wir schneiden natürlich auch ungarische Scheibenbrot. Was ist ein ungarisches Scheibenbrot? Na, die sind halt dicker geschnitten, ne? Hast du mal auf dem Schirm in der ersten Staffel, wie viele Folgen das waren? 13 oder 14. Heute ist es die 11. 25 Folgen geballte Rizzo und Friends Power. Nur für euch. Nur für euch. So, ihr Lieben, jetzt machen wir hier mal ein bisschen Paprikapulver rein. Jetzt mal Butter bei die Fische hier oder Paprika an die Mehlbutter. Ne? Dann die Mehlschwitze. Hier gibt, wie gesagt, Obacht, ne? Dass der Paprika nicht verbrennt. Das ist wirklich wichtig. Am besten wirklich von der Herdplatte runternehmen. Oh, herrlich. Oh, Paprika. Und jetzt gebt ihr hier saure Sahne zu. Ah, genau. Genau. So, rühr das schön glatt. Und jetzt nehmt ihr euch natürlich mit einer Kelle. Liegt schon auf dem Tisch, Robert. Danke. Nehmt euch was von dem Fond hier raus, ne? So, und rührt das schön glatt. Ja, die Ungarn machen das dann gerne in einer Kaffeetasse halt drin oder in so einem kleinen Krug halt, ne? Wo die sich im Prinzip ihre Schwitze anrühren. So, macht das schön langsam nach und nach. Gebt wieder ein bisschen Flüssigkeit dann zu. Um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, nehme ich mir hier mal ein höheres Gefäß, weil ansonsten kann ich nämlich ein bisschen rumschweinern. So, wieder ein bisschen Flüssigkeit noch zu. Bam. Und jetzt geht es hier gleich ab in den großen Topf damit. Rührt das ein. So, jetzt ist natürlich wichtig, dass es nochmal schön durchkocht, weil wir haben ja jetzt hier Mehl dabei, dass der Mehlgeschmack auch rauskommt.
immer schön durchkochen. In der Zwischenzeit kann natürlich auch wieder hier die ganze Geschichte halt mit rein. Ne? Also auf jeden Fall die Rippeln mit reingeben und das gefüllte Kraut mit. Und dann ist es schon Zeit zum Anrichten, ihr Lieben. Für die Kinder war halt immer so die Gombots-Geschichte. Ja, der Robert weiß natürlich jetzt auch schon, was ein Gombots ist. Und zwar sind das die Fleischklößchen in dem Fall. Ne? Also ohne rum drumrum. Ohne rum drumrum. So, und wisst ihr was? Was heute noch mit ins Spiel kommt? Und zwar, ich habe es verlost. Paprikacreme. Ich glaube, der Sven, der hat es gewonnen. Ne? Hier kommt jetzt natürlich auch noch dann on top so ein Löffelchen beim Anrichten mit oben drauf. Hier passt das wunderbar dazu. Nochmal kurz hier abgeschmeckt die Nummer. Geil. Wollen wir hier vorher nochmal schnell, guck mal, was die Niki hat uns noch vorbeibringen lassen. Ich halte es mal heute hoch hier. Die Niki hat natürlich Stress in der Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit. Niki, lieben, lieben Dank dafür. Für dieses wunderbare, tolle Weihnachtssträußchen. Und vielleicht kannst du es ja auch sehen, was hier steht. Siehst du nicht? Wo muss ich hin? Geht gar nicht. Gut, dann sehen wir es später. Ja, was steht denn hier drauf? Mit Liebe gemacht. Also, Daumen hoch. Niki, lieben Dank. Und jetzt schnappen wir uns hier den Anrichteteller. Und dann heißt es, einmal anrichten. So, also, auf geht's. Nehmen wir uns als erstes hier ein bisschen Kraut unten rein. Dann nehmen wir uns hier mal die kleinste. Mitte. So, einfach mal hier so ein Gombots on top. Jetzt noch ein bisschen Soße drüber, ja. Saure Sahne darf dann natürlich nicht fehlen. Jetzt machen wir hier noch was von unserer ungarischen Paprikacreme oben drüber. Aber das macht ihr bitte nur, wenn ihr es wirklich vorher probiert habt. Weil, oh ja, upsa. Lecker. Hoho. So, machen wir hier ein kleines Klecksi on top. Ne? Heidewitzka. Jetzt machen wir noch was Grünes oben drüber. Und dann haben wir es eigentlich schon. So. So soll es sein. Kellemesh Karachun Yune Paket Nektek. Eine besinnliche, frohe Weihnachtszeit wünsche ich euch. Hier mein Weihnachtsgericht für euch. Das gefüllte Kraut. Töltet Kapusta. Lasst es euch gut schmecken. Viel Spaß beim Nachmachen. Und wir sehen uns. Bleibt gesund und viel Liebe im Fest der Liebe. Habt lieben Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, euer Rizzo. Ne?